Willkommen zu meinen Wien-Tipps. Wir sind heute im Wulfisch, in einem norddeutschen Lokal im 2. Bezirk. Und ja, da gibt es vor allem Fisch, Krabben, Matthias, Hering und so weiter. Ich bin ja Vegetarierin, ich habe eine Gemüsewrap gegessen, war auch sehr gut mit ja, Karotten, ganz klein geschnitten, Tomaten, Salat, eine Dillsoße. Und das Hauptsächliche würde ich jetzt Andreas erzählen. Ja, ich habe gegessen zwei Matthias-Brötchen, weil auf ein Brötchen, das, ja, wenn man schon mal herkommt, dann muss man auch gleich zwei essen. Und ja, ist gerade ein bisschen laut. Ja, und dann haben wir noch zwei Rollmopse gegessen. Ich glaube, das ist die Mehrzahl von Rollmops. Keine Ahnung. Also war sehr gut. Also in Matthias-Brötchen wie in Norddeutschland und auch der Rollmops auch wie in Norddeutschland etwas süßlich schmeckte. Und sehr guter Fisch. Und was mir ein bisschen leid tut, aber ich bin ja ein Mann der Prinzipien und seit mehr als 30 Jahren trinke ich schon vor 18 Uhr keinen Alkohol. Und das ist, wir sind jetzt gerade zur Kaffeezeit da. Also ich habe kein Problem zur Kaffeezeit Rollmops und Herings, Matthias-Brötchen zu essen. Aber Bier geht dann leider doch nicht, obwohl es hier Astra gibt oder es gibt auch das leckere Flens. Jever gibt es auch, aber Jever finde ich jetzt halt nicht mehr so besonders, weil das gibt es auch schon im Supermarkt überall. Aber ums Flens tut es mir ein bisschen leid, also muss ich wohl demnächst mal herkommen nach 18 Uhr. Das war jetzt das Flensburger Blob von der Homepage von Flensburger. Also ich hätte das nicht erkannt, aber das soll eben das Typische sein. Ja, und weil Andreas sagt, er kommt einmal nach 18 Uhr, da muss man ein bisschen aufpassen wegen den Öffnungszeiten. Es hat abends nicht geöffnet, also die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 11 bis 20 Uhr und am Samstag von 10 bis 18 Uhr. Und man kann auch draußen sitzen, also auf so Hochtischen. Und ja, drinnen war ich jetzt nicht, aber drinnen ist es eher klein. Und es ist in der Nähe vom Karmelitermarkt. Also es ist ein sehr, sehr netter Markt, wo es auch viele gute Lokale gibt. Und überhaupt das ganze Karmeliterviertel ist ein hippes Viertel geworden in den letzten Jahren. Und erreichbar am besten mit der U2 Station Taborstraße oder auch mit der Straßenbahnlinie 2. Ja, und zum Abschluss noch das Flenslied, auch aus der Homepage von Flensburger. Ich kenne das nicht, aber ich vermute mal, das ist aus der Werbung. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Alle bisherigen Folgen findet ihr auf wien-tipps.info.